Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht mal wieder um ein Unternehmensupdate auf Rohstoff TV. Wir schauen uns heute Osisko Gold Royalties an. Osisko Gold Royalties schloss eine bindende Erklärung mit Falco Resources über einen erstrangig besicherten Silverstream-Kredit oder auch Förderzinsabkommen genannt für bis zu 100% der zukünftigen Silberproduktion aus Horn 5 in Rouyn-Noranda in Quebec. Osisko wird Teilvorauszahlungen an Falco von bis zu 180 Millionen kanadischen Dollar leisten und darüber hinaus laufende Zahlungen von bis zu 20% des Silberkassa-Preises bis maximal 6 US-Dollar pro Unze Silber leisten. Zusätzlich zum Silverstream wird Osisko eine Anleihe im Nominalwert von 7 Millionen kanadischen Dollar von Falco erwerben. Shaw Rosen, Chairman und CEO von Osisko Gold Royalties, sagte, mit der heutigen Mitteilung schlagen wir ein neues Kapitel in der Osisko-Geschichte auf. Der Horn 5 Silverstream befördert unser Acceleratormodell vom Konzept in die Realität und zeigt die erfolgreichen Anstrengungen unseres Teams nun in der Praxis bei gleichzeitigem Schaffen von Aktionärswerten durch die direkte Unterstützung des Projekts in der Entwicklung und der Machbarkeitsstudie. Mit dieser Zusage freut sich Osisko, eine weitere ausgezeichnete Mine in Quebec zu bauen, in einer der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt. Falco stellte eine Machbarkeitsstudie des Projekts in 2017 fertig. Diese ergab positive Finanzzahlen bei geschätzter jährlicher Goldproduktion von 219.000 Unzen zu Betriebskosten von nur 399 US-Dollar pro Unze über einen Anfangszeitraum von 15 Jahren. Die All-In-Sustaining-Kosten AISC liegen bei 643 Dollar pro Unze Gold. Falco arbeitet derzeit am Genehmigungsprozess sowie am Erhalt aller Drittparteigenehmigungen, um das Projekt in die Bauphase zu bekommen. Osisko ist der größte Aktionär von Falco mit 12,7%. Osisko profitiert vom Silverstream durch einen planbar einsetzenden Cashflow aus dem fortgeschrittenen Projekt und man behält den Fokus auf die Investments in sicheren Jurisdiktionen bei. Hinzu kommt das zukünftige Ressourcenkonversions- und Explorationspotenzial von Horn 5. Wie sieht nun der Stream bzw. ein solches Förderzinsabkommen aus? Osisko wird bis zu 100% des raffinierten Silbers aus dem Projekt erwerben und bezahlt Falco Teilvorauszahlungen von bis zu 180 Millionen kanadischen Dollar sowie laufende Zahlungen bis maximal 20% des täglichen Kassakurses oder 6 US-Dollar für die Unze Silber bei Lieferung. Basis des Förderzinsabkommens ist das Projekt sowie alle Gelände im Umkreis von 5 Kilometern. Die Zahlungen werden in 4 Teilen geleistet, was Osisko einen stetigen Silberzufluss über 90% der Produktion garantiert. Die erste Teilzahlung über 25 Millionen kanadischen Dollar ist bei Abschluss des Silberförderzinsabkommens fällig. Die zweite Zahlung über 20 Millionen kanadische Dollar an Falco wird nach Erhalt aller notwendigen Drittparteigenehmigungen, Lizenzen, Wegerechte und Oberflächenrechte des Projekts geleistet. Eine dritte Teilzahlung über 35 Millionen Dollar wird nach Erhalt aller wichtigen Genehmigungen für den Bau der Mine, einem positiven Bauentscheid und der Einwerbung von 100 Millionen Dollar Eigenkapital durch ein Joint Venture, Aktienemission oder andere nicht Fremdkapitalfinanzierungsformen geleistet. Die vierte Zahlung über 60 Millionen Dollar wird nach Erhalt der Finanzierungszusagen für den Rest des Gesamtprojekts geleistet. Eine optionale fünfte Teilzahlung über 40 Millionen Dollar kann durch Osisko geleistet werden, wenn das Silberförderzinsabkommen auf 100% erhöht wird. Diese optionale Teilzahlung wäre dann auf ratierlicher Basis mit der vierten Teilzahlung zu leisten. Der Abschluss des Deals ist für September 2018 geplant. Falco braucht ca. 750 Millionen Dollar für den Bau der Mine. Durch das Förderzinsabkommen werden ca. 25-30% gedeckt. Der Deal zeigt sehr schön, wie nun Osiskos Acceleratormodell erfolgreich in die Praxis umgesetzt wird. Falco erreichte dadurch einen weiteren Meilenstein in der Projektfinanzierung für den Produktionsstart von Horn 5. Klasse gemacht und wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederloge aus der Schweiz!